Herzlich willkommen zurück hier in Idaho und zwar mit mir, dem Mr. Bauer. Kurze Rekapitulation, wir sind gerade dabei, unser Feld fertig zu ernten und dann hat eben leider unsere Sekretärin schon ziemlich viele Aufträge angenommen und zwar von einem gewissen Herrn Ortega. Da haben wir jetzt einen Vertrag oder einen Auftrag schon abgeschlossen. Das heißt, Feld 7 wurde schon gegrubbert. Das hat die Sekretärin selbst gemacht, weil sie uns in diese Situation geritten hat. Danach müssen wir noch Feld 23, 51 und 56 ernten. Und da ist jeweils Hafer drauf. Das heißt, das müssen wir noch ernten im heutigen Tag. Aber das ist nicht so schlecht, weil dann kann der Drescher tatsächlich einfach im Einsatz bleiben. Er hat da auch uns noch gebeten, das Feld 40 zu spritzen. Hat man gesagt, nein, machen wir nicht, weil es nicht zu unserer Politik gehört. Auf der Feld 2 ist Darius dabei, das zu mulchen. Der kommt dann nachher hier rüber. Deswegen, also das ist mal so, wo wir gerade stehen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag, Abend oder Nacht gehabt, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr dieses Video dann schaut. Hier ist alles hervorragend. Das Wetter ist vielversprechend hier, dass wir den Rest des Augustes hier noch ausnutzen können, wirklich ein bisschen Arbeit zu machen, was Ernten angeht. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Jetzt hier müssen wir schon bremsen, weil der Bremsweg hier ist enorm lang, weil das Gewicht hier, das sind ja 52 Tonnen, die drücken nach vorne, klar. Okay. Wunderbar, das ist auch schon passiert. Dann schauen wir kurz mal hier rein. Ich glaube, wir brauchen unbedingt dann Gras. Genau, also Stroh ist absolut voll. Gras ist da, aber nicht mehr viel. Und Heu ist in der Produktion. Das geht ein bisschen langsam. Gut, wir sind natürlich auch, wir haben auch jetzt die Zeit nicht sehr, sehr viel vorgespult oder überhaupt nicht. Also dauern das. Wir sind gerade hier 2 Stunden oder 1,5 Stunden hier auf dem Hof. So, während Basti hier weitermacht und seine Bahnen zieht, wird man hier ein Auge drauf halten. Stellen wir uns mal hier hin. Motor kann aus, dann gehen wir, wie gesagt, Margret abholen. Dann können wir den abschließen. Das gibt uns ein bisschen Taschengeld. Also machen wir weiter mit der geschichtlichen Abhandlung bezüglich Idaho ein bisschen. Ne? Also wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen was erfahren über die erste Besiedelungen. Okay, wie gesagt, wir haben gesprochen, dass Lincoln eben quasi das Territorium festgelegt hatte, nicht zu verwechseln mit dem Bundesstaat. Das ist damals noch nicht so gewesen. 1865 wurde Lewistown als Hauptstadt abgelöst von Boise. Das ist ja bis jetzt und heute noch die Hauptstadt im Bundesstaat, jetzt Bundesstaat Idaho. Stellen wir erstmal weg. Brauchen wir nicht sofort, weil wir erstmal kalken müssen. Genau. Dann
ein Jahr später, als das dieses quasi das das Boys quasi Boise zu Hauptstadt ernannt worden ist, hat man in den Bergen rund um Idaho, und Idaho ist ja sehr, sehr bergig, ne, sehr, sehr bergig, wird geprägt durch einen Fluss, und zwar heißt der Snake River. Und da wurde also in den Bergen von Idaho wurde Gold entdeckt. Ne? Das heißt ja, ihr könnt es euch ja vorstellen, was Gold bedeutet hier. Zudem kam noch hinzu, dass 1869 die transamerikanische oder die transkontinentale Eisenbahnlinie durch Idaho fertig gebaut worden ist. Also das hat noch ein bisschen mehr dazu beigetragen, dass natürlich ein Goldrush ausgebrochen ist. Genau, was vor allem chinesische Einwanderer gebracht oder ja, hergetrieben hat, die dann sich vor allem im Bergbau, also in den Minen und Bergbau dann beschäftigt waren. Und hat natürlich Idaho auch einen gewissen Reichtum gebracht, um das jetzt mal, sagen wir mal, gelinde auszudrücken. Also Idaho ist bis heute nicht eines der reichsten Bundesländer Bundesstaaten. Es ist halt einfach ein kleines Bundesland, Bundesstaat. Aber auf jeden Fall hat diesen Gold Rush natürlich einiges an Leuten in die Region gespült. Als dann 1890 Idaho tatsächlich zum Bundesstaat ernannt worden ist, lebten 88.500 Personen in der Gegend. Also das ist zum Beginn, verglichen zum Beginn, also in den 90 Jahren, knappen 90 Jahren seit Entdeckung quasi der Region hier, ist es eine über Verzehnfachung, also 11-mal so viel. Also das ist schon einiges, was da wie das gewachsen ist. Gut, es sind 100 Jahre fast gewesen hier dazwischen. Aber auf jeden Fall interessant zu sehen, wie der Wachstumsstand hier war, ging, also wie das so fortgeschritten ist mit dem Kolonialisierung und mit der Übernahme der westlichen Welt, der Staaten, manchmal natürlich auch ganz klar nicht im Wohlwollen der Eingeborenen, die hier Jahrtausende hier schon gelebt hatten. Und ja. Auf jeden Fall, das war so. Auf jeden Fall ist Idaho bis heute eigentlich ein zentraler Punkt für den Bergbau, also für das vor allem für Schwermetalle. Also Blei ist Idaho eigentlich lange Zeit, und glaube ich, weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, einer der Hauptproduzenten für Blei. Ja, das wäre also die, sagen wir mal, diese Tranche an Geschichte für dieses Kapitel. Bitte kommentiert mir doch, ob ihr das interessant findet, dass man eben geschichtliche Aspekte mit reinnimmt. Falls ja, würde ich vielleicht auch gerne mal hören, welche andere Aspekte vielleicht euch noch interessieren würde, was man hier reinbauen kann. Wir machen hier auf jeden Fall ganz schön brav weiter. Wir werden auch jetzt dann gleich mal den Auftrag von Feld 7, der ja Market abgeschlossen hat, abschließen. Das heißt zurückgeben und als erledigt melden. So, der wird auch gleich fertig sein, der Basti hier. Da gibt es noch zwei Bahnen. Da
bleiben wir gleich hier oben stehen, weil dann können wir nämlich den gleich dann abtanken, wenn er fertig ist. Okay, dann Darius ist hier fleißig am Tun. Wenn wir gucken, hier die Bodenbearbeitung. Der ist also, hat eine gute Hälfte, jetzt hat er erledigt. Also, was haben wir? Der Erntekalender. Also wir haben, werden im September, ab September, die nächsten drei Monaten sehr viel zu tun haben mit Mais, Sonnenblumen. Also da müssen wir uns absolut ein Mais-Schneidwerk dann holen. Hoffentlich kann uns das schon dir helfen. Dann Kartoffel, Zucker, Rüben. Das ist, haben wir keine Ausrüstung für bis jetzt, also das können wir nicht machen. Wir können die Baumwolle ernten, haben aber auch einen Teil der Ausrüstung noch nicht. Das wäre auf jeden Fall das, was zu machen wäre hier. Also werden wir gucken, dass wir uns auf Mais und Sonnenblumen und eventuell die Sojabohnen, also wir haben dann drei Früchte, die wir dann im Auge behalten können. Dann schauen wir mal, wie die Aufträge dann reinkommen. Boah, derweil hier Basti abgeschlossen, beendet hat hier. Das heißt, wir können den abtanken. Und dann können wir den Basti, bevor wir hier leer fahren, gleich mal losschicken, dass er mal auftanken geht. Und auch das Gerät sauber machen geht, bevor wir auf das Grundstück eines potenziellen Käufers gehen, damit die Maschinen auch glänzen, wenn die hier ankommen. Wunderbar. So, dann müssen wir uns den Schneidewerkswagen wieder zurechtlegen hier. Können wir ja schon mal die Zapfwelle lösen. Die brauchen wir ja gerade nicht mehr dann. So. Hervorragend. Das geht ja alles wie am Schnürchen. Ja, ich bin halt einer, der den Schneidewerkswagen gerne separat fährt, weil man einfach mehr Überblick hat, Übersicht hat über genau was, was um sich liegt. Gerade bei einem Drescher hat man einfach wenig Überblick, weil man einfach ein sehr eingeschränktes Blickfeld hat. Werden wir auch gleich die Maschine kurz warten gehen, das heißt den Drescher kurz warten, waschen, tanken. Das werden wir kurz machen. Das Schneidwerk wird natürlich auch noch gewaschen. Okay, das hat angeschnappt. Das ist gut. Okay, dann wird hier kurz getankt. So, das war Diesel. Dann warten wir kurz hier. Reparieren nur 5 Euro, das ist ja ein Geschenk.
Dann fahren wir noch ein bisschen nach vorne, damit wir hier Dev tanken können. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen näher fahren. Genau. Okay, das war schnell und schmerzlos. Dann gehen wir den kurz sauber machen und dann fahren wir schon zum Feld 51 hoch. Und dann kommen wir mit dem Schneidewerkswagen den kurz auch reparieren, weil in das Schneidewerk, wenn das nicht in gutem Zustande ist, dann arbeitet er langsamer. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wir müssen hier Vollgas geben. Wir haben einiges an Arbeit vor uns. Und ja, das ist halt jetzt hier unser Schicksal, dass wir die Maschinen im Einsatz haben, wenn Not am Mann ist. Und auch wenn ich ja ein bisschen säuerlich bin gegenüber Margret, aber sie hat es ja eigentlich gut gemeint. Alles ist in Ordnung. Wir wollen da kein weiteres Drama draus machen. Wir fahren jetzt zum Feld 51 und warten auf das Schneidewerk. Und gut ist. Ah, Darius, du machst ja auch ganz gut Fortschritt hier, ne? Dauert ein bisschen mit diesem Mulcher, ne? Aber hilft uns enorm weiter, weil gut, ja, es sind 5% mehr Ertragsergebnis dann im nächsten Jahr. Also wenn wir die Felder so herrichten können, dass die 100% Ertrag geben, ist das natürlich eine hervorragende Geschichte. Dann wird man einfach optimieren können und vielleicht die anderen umliegenden Bauern auch davon überzeugen können, dass eben das Einsatz von Pflanzenschutzmittel oder Kunstdünger, ja, nur eine kurzfristige Lösung ist, langfristig halt einfach das Natürliche ist und gesunder ist für die Natur, für die Umwelt und für natürlich das Produkt an sich, dass hier normaler und ganz normale Gülle verwendet wird. So, wenn wir jetzt hier über die Brücke fahren, dann gehen wir hier, sehen wir hier rechts und links, also der Fluss hier, das ist also der Snake River, der quer durch Idaho führt, der auch verantwortlich ist für die geografische Gesicht, also dass eben der Snake River quasi sich in die Berge gefressen hat und eben diese Täler quasi formiert hat. Ja, ja, das ist und in diesen tiefen Tälern und so, da gibt es immer wieder so ganz, ganz schöne Flecken, die kann man aber nicht wirklich mit dem Auto erreichen. Da kommen eben dann die Buschpiloten zum Einsatz. Die eben wirklich in waghalsigsten Manövern, also zum Teil da auf kleinen Landstrichen landen und starten. Das geht natürlich nur mit sogenannten STOL-Maschinen. STOL, Short Take-Off and Landings. Das sind ja, speziell leichte Maschinen, die aber mit gut starken Motoren da sind, dass sie eben in kurzer Zeit beschleunigen können. Das ist also, ja, okay, wunderbar. Dann stellen wir uns hier in den Schatten. Holen das Schneidewerk. Holen das Schneidewerk. Damit auch kurz zum Saubermachen. Und sobald die loslegen hier mit dem Ernten hier oben, fahren wir dann den Raps, den wir noch im Hänger haben, auf Feld 6 ins Silo und dann haben wir das Feld 6 auch abgeschlossen.
werden das auch kurz warten, wenn wir gleich da rausfahren dann. Damit auch die Messer hier alle in Ordnung sind und leistungsfähig sind. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir noch machen müssen. Schon groß, dieses Schneidewerk. Zustand können wir noch gar nicht reparieren. Also ist noch in einwandfreien Zustand. Perfekt, wunderbar. Das freut mich zu sehen. Dann nehmen wir mal Feld 7 und schließen den Vertrag ab, weil das ist ja Unsinn, dass wir den noch halten. Abgeschlossen, wunderbar. Wir haben wieder 2869 Euro in die Kasse bekommen. Auch wenn wir Herrn Ortega gesagt haben, schau, gib uns ein Teil davon, gibt uns ca. 1000 Euro. Er hat aber auch bemerkt, dass wir eben, ja, dass er uns quasi in unserer Arbeit hier gestört hat. Also großzügige Geste von ihm. Danke, Herr Ortega. Muchas gracias. Okay, es scheint auch alles in Ordnung zu sein. Das Wetter ist nach wie vor hervorragend, also wirklich Erntewetter, deswegen ausnutzen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen achtsam sein, weil hier diese Straße, hier der KI hier, der ist extrem aggressiv. Und wenn wir da mit dem langen Schneidewerk hier rausfahren und da einer kommt, dann haben wir ein Problem. Aber die sind echt aggressiv auf dieser Straße. Sehr, sehr aggressiv. Also. Es kann sehr gut sein, dass die uns von hinten reinfahren. Wenn wir hier auch, selbst wenn wir hier auf der Straße sind, kann es sehr gut sein, dass die von uns von hinten reinrammen. Nur weil sie eben Eile haben oder eben denken, dass diese Straße hier eine Rennstrecke sei. Deswegen, also diese Straße hier, da muss man ein bisschen aufmerksam sein, weil... Aber sehr schön die Landschaft hier, also ich fühle mich schon was ein bisschen, also es ist, ich weiß nicht, wie das in die Staaten ist, aber die Straße ist ein bisschen schmal für die Staaten. Und des Zweiten, dieses gewundene, hügelige, das, ich habe irgendwie das Gefühl, wo irgendwo in der Schweiz im Emmental zu sein. Ja, so in diese Richtung zu gehen. Okay, so, dann kommen wir jetzt also hier zum Drescher hin. Das heißt, wir werden gleich so hinfahren, dass der am besten gleich das Schneidwerk mitnehmen kann. Wir werden jetzt nicht anfangen, hier noch zu dreschen in diesem Kapitel. Das werden wir dann auf das nächste Kapitel ziehen. Kein Problem.
Ja, das ist gut. Ich möchte auch mal kurz die Zeit nehmen, hier auf jeden Fall noch auf die Kommentare einzugehen, die in der ersten, im ersten Kapitel quasi gekommen sind. Bisher sind noch keine weiteren Kommentare gekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Also Markus sagt, ich finde das Konzept gelungen und stimmig, werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Gruß Markus. Ganz herzlichen Dank, Markus, für deinen Kommentar, für die Unterstützung des Projektes. Also ich finde auch, es ist spannend. Es ist, ja, es bedingt halt eine gewisse eine Storyline, die ich dann für natürlich jedes Mal oder jedes Mal quasi erstellen muss für jedes, ja, sagen wir mal, ein, zwei Kapitel und wie es dann weitergeht. Ganz herzlichen Dank für deinen Kommentar. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung mit deinem Feedback. Dann kommen wir zum Kommentar von Jochen. Das hört sich interessant an. Hervorragend. Freut mich, dass es dich interessiert. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Kommentar. Natürlich mache ich weiter und hoffe, dass er auch weiterhin spannend bleibt. Deswegen versuche ich halt auch verschiedene Aspekte mit reinzubringen. Also ich werde auf jeden Fall in jedem, sagen wir mal, jedem zweiten oder dritten Kapitel ein bisschen Bezug nehmen auf die Kommentare, die kommen bezüglich des Projektes. Deswegen wäre es schön, wenn ich natürlich euren Kommentar auch dann mit reinnehmen könnte und auch vorlesen könnte, damit wir hier auch ein bisschen mehr Interaktivität haben zwischen dem Zuschauer, was ihr, und natürlich dem Ersteller dieses Inhalts, also mir, dass wir da quasi einen Dialog führen können mit Ideen, mit Feedback, mit Austausch, mit Kritik, mit was auch immer es denn sei. Na, und auf jeden Fall, bitte kommentiert doch, damit wir hier in ein bisschen ein interaktives Gespräch kommen, das eben nicht nur ein Monolog meiner Seite ist, eben, dass es auch ein bisschen eine Community wird hier. Ja, ich weiß, wir stehen noch am Anfang hier. Es ist vielleicht noch gerade ein bisschen langweilig, aber wir müssen auch erst hier rein starten. Wir sind gerade mal ein paar Stunden rein in diesen Tag rein hier. Es ist jetzt 10 Uhr, also wir sind jetzt 2 Stunden hier und haben eigentlich in diesen 2 Stunden doch schon einiges erreicht, finde ich. Und ja, das ist doch allerhand, würde ich mal sagen. Dann soll ich den auch gleich noch zum Feld 51 hochstellen oder soll der erst sogar schon zum Feld 53 gehen oder 56? Das könnten wir eigentlich machen, ja, dass wir den zum Feld 56 hochbringen schon. Genau. Bringen wir den zum Feld 56 rüber, weil dieses 51 ist schon abgedeckt. Das heißt, wir können schon ein bisschen vorarbeiten. Es bleiben auch noch 1-2 Minuten Zeit. Also das heißt, die Zeit, wo wir noch rüberfahren, könnte ich auch schon mal nutzen, um quasi einfach noch schon wieder mal zu sagen, dass dieses Kapitel schon wieder zu seinem Ende kommt. Ich möchte mich natürlich wieder ganz, ganz herzlich bedanken für das Interesse, für die Unterstützung, wie gesagt, für das Feedback. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Kapitel dann wieder. Nochmal der Aufruf, einfach wirklich kommentiert, teilt eure Meinung mit, teilt eure Ideen mit und dann gucken wir, wie wir die einbinden können. Finde auch, dass es nicht eine Storyline sein muss, die nur ich hier erstelle, sondern dass es eben auch im Zusammenarbeit mit euch zusammen quasi eine Story entstehen kann. Ja, seid aktiv, helft mit und dann schauen wir, wie es weitergeht, dann die Story hier. Das ist auch wieder so eine gefährliche Straße hier. In diesem Sinne würde ich sagen,
schließen wir das Kapitel ab. Ich fahre dann noch rüber und dann kommt schon der nächste Abschnitt. Also wir sind jetzt gerade um 10 Uhr. Das heißt, wir würden dann einfach nachher weitermachen mit einer nächsten Stunde. Gut, dann bis dann. Ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.